Wenn du nur diesen letzten Tanz nicht mit mir getanzt hättest. Wenn du geschwiegen hättest, als ich schon ins Haus gehen wollte. Früher haben sich die jungen Mädchen im Internat auf die Ehe vorbereitet. Heute steckt man sie in die Fabrik. Unter lauter Männer. Die Verhältnisse haben sich eben gründlich geändert. Hast du nicht Feierabend, Ulrich? Dein Parteiabzeichen hast du doch schon in der Garderobe abgelegt. Liebst du mich? Es geht. Ärgern Sie dich. Jetzt sind doch zu viel. Sorgen Sie lieber dafür, dass eine Sigrid merkt, für Sie ist die Partei da. Was ja auch passiert. Für wen denn sonst? Wenn nicht für Sie. Das ist doch politisch naiv! Früher suchten sich die Liebespaare vor der Trennung einen Stern, an dem sich abends ihre Blicke treffen konnten. Was sollen wir uns suchen? Den Himmel wenigstens können Sie uns nicht erteilen. Doch wie gierig die Menschen nach Aufrichtigkeit sind. Zum ersten Mal sind wir reif, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Schwer ist nicht in leicht zu verwandeln. Dunkel ist nicht in hell. Vertrauen nicht zu missbrauchen. Mach doch mal die Augen zu. Hör mal ein paar Namen. Schwarzwald. Bodensee. Rhein. Ist das nicht auch Deutschland? Du weißt wohl, dass du auf mich rechnen kannst. Konrad Wolf schuf einen Film, der brennende Probleme unserer Gegenwart behandelt. Für die Leinwand entdeckt Renate Blume in der Rolle der Rita Seidel. Dieser Film entstand nach der heftig umstrittenen gleichnamigen Erzählung von Christa Wolf. In den Rollen Eberhard Escher als Manfred Herfurth, Hilmar Tarte als Ernst Wendland, Hans Hart Hartloff als Rolf Meternadel. Ein spanisches Beutestück aus dem Jahre 1583. Und hier, meine Herrschaften, sehen Sie Westdeutschland. Ach ja. Ach ja. Das werden Sie bald in den Reiseprospekten schreiben, Blick nach Westdeutschland. Die merkwürdigste der Merkwürdigkeiten in dieser Stadt. Der geteilte Himmel. Eine tragische Liebesgeschichte aus dem Deutschland unserer Tage. Dieser Film läuft demnächst in Ihrem Theater.